Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge HKC Recap. Heute ist es eine kleine Spezialfolge. Ihr seht mich, ja. Willkommen zu einer weiteren Woche. Ich würde sagen, wir beginnen direkt und starten. So, den Anfang dieser Woche macht ein kleines Unboxing der Xbox One S in Minecraft Edition. Das Ganze ist nicht für mich natürlich, habe ich aber in dem Video schon gesagt. Das Ganze habe ich für einen Kumpel gekauft. Aber ich habe mir gedacht, diese Option muss ich natürlich oder diese Chance muss ich natürlich nutzen und gleich ein Unboxing daraus machen. Und ich muss sagen, da habe ich auch ein paar relativ coole Shots zusammenbekommen. Zwar noch mit meiner alten Kamera, das hier ist jetzt schon meine neue Kamera. Ich hoffe, dass man das auch irgendwo merkt in der Videoqualität. Und in diesem Sinne würde ich sagen, der Link ist trotzdem in der Infocard. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Sonntag. Natürlich, da kam noch ein zweites Video, Sniper Ghost Warrior Episode 20. Und ich muss hier kurz schauen auf mein Tablet. Hier habe ich immer das alles zusammengeschrieben. Und ich muss sagen, der Schuss war doch geil, oder? Also wirklich ein epischer Schuss. Da habe ich zwar ein paar Versuche dafür gebraucht, aber war auf jeden Fall ganz geil. Wer das ganze Video sehen möchte, Link ist wahrscheinlich diesmal wieder in der Infocard von diesem Video, weil wir diese Woche nicht so viele Videos haben. Dann ging es weiter am Montag, LS17 Episode 22. Und das war wieder ein richtig, richtig schöner Timelapse. Da steckt auch wieder extrem viel Arbeit drin, aber es hat da extrem viel Spaß gemacht. Also, LS ist immer so für mich, man spielt brutal viel. Ja? Also bei Minecraft, da kann ich eigentlich eine Folge, kann ich auch in einer halben Stunde aufnehmen. Bei Landwirtschaftssimulator, da spiele ich teilweise 5 Stunden für eine Folge. Ja? Und dann sind es bloß 20 Minuten, die ihr seht. Also bei LS steckt brutal viel Zeit drin, aber wie gesagt, das macht mir auch unglaublich viel Spaß. So, dann war Dienstag und wir haben wieder ein Bedtime Story, Episode 4 sind wir schon. Und das war ein mega Lachflash. Also, jetzt in dem Video hört es natürlich nicht, aber schaut euch einfach das Video an. Es kommt relativ am Anfang gleich, aber es war so geil. Mich hat's echt zerrissen. Also, das war echt richtig geil. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Infocard. Einfach nur die ersten 3 Minuten, wenn ihr euch anschaut, das reicht schon, aber dann, da ist euer Tag, ist wieder besser drauf. So, dann schauen wir weiter. Timolia war wieder am Start, Episode 35. Und ja, was soll man sagen, mit den Honks im TS ist es immer witzig. Und da kommt noch ein zweiter Teil in der nächsten Folge, also in der übernächsten besser gesagt. Jetzt kommt erstmal dann wieder eine Folge, wo ich allein bin. Und dann die Folge drauf ist wieder im TS, sprich Folge 37 wird nochmal im TS sein. Und war auch richtig, richtig witzig. Auf jeden Fall lohnt sich da. Ein kurzer Abstecher rüber. Wie gesagt, Link ist in der Infocard. Dann war leider die Woche soweit schon wieder rum. Es ist nämlich schon wieder Freitag. Minecraft Singleplayer Episode 38. Und eieiei. Das war ein bisschen knapp, beziehungsweise knapp wäre es nur, wenn man damit weg durchkommt. Aber der Creeper, der hat mich fett überrascht. Den habe ich erst gesehen, als es eigentlich schon zu spät war. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat halt Puff gemacht. Wer den ganzen Text dahinter verstehen möchte oder den ganzen Hintergrund wissen will, der sollte sich das Video auch anschauen. Wie gesagt, Link ist alles jeweils in der Infocard. War auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, wir springen jetzt weiter zum Kommentar der Woche. So, der Kommentar dieser Woche kommt diesmal von Michael Zirn. Hey Hoden, ich weiß nicht, wie du aufnimmst, wie viele Folgen am Stück du aufnimmst. Aber wenn es noch nicht zu spät ist, würde ich fast sagen, was hältst du von dem Big Butt DLC? Was zwar eine Menge Geld kostet, allerdings 15 Euro kostet die Scheiße, aber die Sämaschine rentiert sich. Ich habe geschrieben, beziehungsweise ich habe einen Daumen nach oben gegeben, weil ich muss echt sagen, die Sämaschine rentiert sich wirklich. Aber ich habe geschrieben, hi, das ist immer unterschiedlich. Bis jetzt habe ich noch eine Folge im Voraus, bin jetzt wieder dran an der nächsten Folge. Habe gestern Abend in der Nacht um 2 Uhr habe ich da noch angefangen zu spielen. Fragt mich nicht wieso. Aber ich habe bis um 12:30, glaube ich, Minecraft da auf der Xbox gezockt mit meinem Kumpel. Und dann habe ich mir gedacht, gut, er will aufgehen, dann zocke ich halt noch ein bisschen weiter. Und genau, ja, die DLCs sind so ein Thema, habe ich geschrieben. Einerseits, wie du schon gesagt hast, sind sie echt übertrieben krass. Teuer. Und zudem bin ich nicht wirklich ein Fan von dem Big Butt. Also ich muss sagen, der schaut scheiße aus. Darf ich das so sagen? Ja, ich glaube schon, ist meine Meinung. er hat dann geschrieben, danke erst einmal für deine Antwort. Ich bin auch kein Fan vom Big, also ich bin die du vom Big Butt. Also er meinte, ich bin wie du kein Fan vom Big Butt. Aber die Sämaschine ist einfach krass, denn die hat Direktsaat- und Düngfunktion und das bei einer Breite von, keine Ahnung, 40 Meter gefühlt oder so. Ich habe geschrieben, so jetzt bin ich wieder daheim und kann die antworten. Das war da, habe ich irgendwie 2 Tage lang nicht geantwortet oder einen Tag.
Oh ja, die sind schon richtig geil und so schön breit. Das ist meine super Antwort drauf. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Big Butt und kein Fan von 15 Euro für ein DLC für etwas, das ich dann eigentlich nicht mag. An und für sich, vielen Dank nochmal für den Kommentar, war echt richtig, richtig gut und sehr konstruktiv und somit hast du es auch hier in das Video geschafft. Die Auswahl ist nämlich extrem schwierig bei allen drei Kommentaren, die wir ungefähr in der Woche haben. Aber nee, Big Butt ist nicht. Und auch das andere ist nicht. Das Einzige, was ich mir gekauft hätte, wäre eben dieses andere DLC, dieses erste. Und zwar auch nur wegen der Nonstop-Wickelpress-Kombination, wo man eben beides auf einmal machen kann. Aber seitdem es die Ultima gibt, sehe ich da absolut keinen Sinn dahinter. Also ich habe 150 Mods oder sowas installiert. Ich brauche da nicht noch ein DLC für 15 Euro. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Format hier gefallen. Würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Positiv oder auch negativ. Hauptsache bleibt konstruktiv. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das Video zu meiner neuen Kamera kommt demnächst irgendwann mal in naher Absicht. Hoffe, dass sich die Videoqualität dementsprechend verbessert hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn irgendwas unklar sein sollte, einfach unten in die Kommentare rein oder sonst wo. Schickt es mir mit einer Eule oder so. In diesem Sinne, bedanke mich fürs Zuschauen, euer Hund ist raus. Prost. Ich habe jetzt kein Bier da. Egal. Ich würde sagen, wir springen weiter. Dann am Dienstag, ich muss hier immer ein bisschen auf mein Tablet schauen, weil ich gar nicht genau weiß, was ich immer hochgeladen habe. Aber am Dienstag, seht das, bin ich schon falsch. Wie komme ich jetzt auf Dienstag? Am Sonntag dann der zweite Teil, das war dann Sniper Ghost Warrior Episode 20 und da sind wir bei Minute 6 und scheiße.